Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich beginne nicht mit einem Seemannslied, dafür aber mit formaler Kritik. Wir verabschieden heute einen Gesetzentwurf von 128 Seiten. Nach vielfältiger Kritik in der öffentlichen Anhörung standen ja gestern im Ausschuss seitenweise Änderungsanträge der Regierungsfraktionen zur Abstimmung. Es ist natürlich gut, wenn ein Gesetzentwurf verbessert wird, keine Frage. Aber diese Änderungsanträge sind erst am Abend vor dem Ausschuss bei uns eingegangen, und in solch einem Verfahren können wir schlichtweg keine gute Oppositionsarbeit leisten. Und deswegen muss ich es doch einfach einmal sagen, das ist schlechter Stil und es nervt mich schlichtweg. Ich kritisiere dieses parlamentarische Verfahren vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Umsetzung des Seearbeitsübereinkommens extrem lange verschleppt wurde, und zwar 7 Jahre. Im August tritt jetzt das Übereinkommen in Kraft. Für deutsche Schiffe gilt es aber erst in einem Jahr. Das heißt, in der Folge werden die Seeleute auf deutsche Schiffe schlichtweg Nachteile haben. Die Untätigkeit der Bundesregierung kann man also nur kritisieren. Der Gesetzentwurf kommt zu spät, und dafür trägt die Bundesregierung die Verantwortung. Inhaltlich bringt der Gesetzentwurf Verbesserungen für die Seeleute, keine Frage. Allerdings gibt es immer noch Passagen, die wir als problematisch ansehen. Ich wiederhole jetzt die Thematik wieder. Erstens die Haftungsfrage. Nach dem ILO-Entwurf ist der Reeder für alle Forderungen der Seeleute uneingeschränkt haftbar, auch wenn das Personal über Bemannungsagenturen eingestellt wird. Nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf trat der Reeder nur noch als Bürger auf, und damit wurde die Haftungsfrage sehr verändert und vor allem verkompliziert zulasten der Seeleute. Das fanden wir problematisch und haben ja auch einen Änderungsantrag im Ausschuss eingebracht. Mittlerweile wurde die Haftungsregelung zwar verbessert, die Regierungsfraktionen aber haben nicht die klare und eindeutige ILO-Regelung übernommen. Im Gegenteil, jetzt haben wir in § 4 5 Absätze, mit denen die Haftungsfrage geklärt wird. Das ist unnötig, das ist viel zu kompliziert. Ein Absatz hätte gereicht, um die Pflichten der Reeder sicherzustellen. Insbesondere die ausländischen Seeleute sind auf eine einfache und verständliche Regelung angewiesen, damit sie durchsetzen können, was ihnen zusteht. Aus unserer Sicht ist die Haftungsfrage also immer noch nicht optimal gelöst. Zweitens die Arbeitszeit. Auch zu diesem Punkt haben wir einen Änderungsantrag angebracht, und der ist abgelehnt worden. Laut ILO-Übereinkommen kann die Arbeitszeit tariflich erhöht werden. Und was macht die Bundesregierung? Sie erhöht die eh schon langen Arbeitszeiten gesetzlich. Das verstößt gegen das Schlechterstellungsverbot der ILO-Verfassung, und vor allem ist es auch ein Eingriff in die Tarifautonomie. Mit Worten, ist die Tarifautonomie immer ein hohes Gut. Seitens der Regierungsfraktion hier hätten Sie es mal beweisen können. Also für uns ist diese Regelung nicht akzeptabel. Wir haben also Kritik und sehen Verbesserungsbedarf in der Umsetzung. Vor allem ergeben die deutschen Sonderregelungen meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, denn die ILO-Übereinkommen haben eben eine Besonderheit, dass nämlich die Arbeitgeber, die Gewerkschaften und die Regierungen an einem Strang ziehen. Warum also kann Deutschland nicht einfach eins zu eins umsetzen? Trotz unserer Kritik werden wir den Gesetzentwurf nicht ablehnen, aber wir werden uns enthalten. Denn das ILO-Übereinkommen ist insgesamt natürlich ein wichtiger Schritt, damit die weltweit 1,2 Millionen Seeleute bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen erhalten. Das ILO-Übereinkommen bedeutet auch Wertschätzung für die Seeleute. Und deshalb hätten wir uns eben auch eine schnellere, eine bessere Umsetzung unter Wahrung der Tarifautonomie gewünscht und übrigens auch einen etwas attraktiveren Debattenplatz. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Umsetzung des Seearbeitsübereinkommens 2006 der Internationalen Arbeitsorganisation. Der Ausschuss für Arbeit empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 12.420 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 10.959 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen?
Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der drei Oppositionsfraktionen angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Der Gesetzentwurf ist damit mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen wie in der zweiten Beratung angenommen.